Ja, und somit herzlich willkommen zurück zum Mittelerde Schatten des Krieges. Wir sind wieder hier. Ich habe mal so ein paar Würmer ausgefragt, habe hier einige aufgedeckt. Es sind hier drüben sind noch 4 Stück, sind noch offen. Die können wir mal so auf dem Weg, wenn wir mal so einen Wurm finden oder so machen. Im Grunde genommen habe ich aber alle Häuptlinge hier gemacht. Hier den oberen Boss können wir nicht machen, den Oberherr. Wir haben die Häuptlinge hier gemacht. Und vor allem, was mir wichtig war, die Hauptmänner davor. Und jetzt ist natürlich die Sache, wir haben jetzt eigentlich groß gar keine Mission oder so, sondern wir müssen eben eine Armee aufstellen. Und da würde ich eben sagen, machen wir hier so ein paar Hauptmänner vielleicht. Und dann vor allem hier diese Häuptlinge. Also hier oben auf denen, dass wir die vielleicht sogar rekrutieren. Vielleicht den einen oder anderen hier unten vielleicht. Je nachdem, was haben wir hier. Wir haben halt so epische Leute mit dabei, die zwei hier. Und da ist eben so ein bisschen die Sache oder die Frage, ob wir diese eben... Was haben wir hier? Ja, 22. Okay, 19. Aber die sind eigentlich nicht episch. Bei den epischen... Das wäre eigentlich so die Frage, rekrutieren oder eher töten und die Beute holen? Oder ist die Frage, wenn ich sie rekrutiere, kriege ich dann auch die Beute? Das ist halt immer so eine Frage, die ich mir immer stelle. Aber ich würde mal eben sagen, wir fangen mit dem rechten hier an oder so, ist egal. Vor allem hat der hier noch eins. Tun wir den hier mal markieren. Amok, der Tollkühne. Level 14 sollte ganz gut sein, aber der ist ein bisschen weiter weg. Können wir mal auf die Karte schauen. Ich war jetzt hier, habe hier ein paar Würmer gemacht, habe auch den Turm gemacht. Da haben wir noch einen offen. Wir sind gerade hier unten. Jetzt müssen wir ganz da hoch. Und da oben ist auch noch ein Turm, den wir noch nicht freigeschaltet haben. Wir können aber kurz eine Schnellreise hierhin machen. Oh, ich darf nicht X drücken, weil sonst geht der Typ weg. So, wir schauen nochmal kurz auf die Karte. Markiert haben wir es ja eigentlich. Auf dem Weg könnten wir zum Beispiel das hier holen oder so. Ich weiß es nicht. Das ist schon ein bisschen weiter drüben. Hier komme ich sogar, weiß nicht, komme ich hier sogar durch die Höhle durch, weil hier so ein Weg wäre. Ansonsten müsste ich ja komplett hier außen rum. Ich markiere jetzt mal kurz den hier. Wenn wir gerade so auf dem Weg sind, in welche Richtung müssen wir dann hier entlang? Hier geht es nach unten. Wow, Alter, wie weit ich fliegen kann. Und nichts gebrochen. Ah, da sind auch noch welche. Oh, sorry. Tschüssi. Ich hab gedacht, das sind Gefangene oder so, aber da war einfach offen. Alter, wo muss ich hin? Okay, hier wieder nach oben. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Upsi. Oh, er springt daneben. Oh, geht mehr aus. Autsch. Oh, da ist er. Da ist einer. Könnten wir mal machen. Könnten wir einfach mal hier so machen. So, stellt er sich auch vor? Als Jüngling war ich von Holzarbeiten fasziniert. Alter. Bretter in Möbel zu verwandeln. Oder ein Zuhause. Talion der Handwerker. Das hätte ich gern gesehen. Stellt sich gar nicht vor. Sonst kommt ja immer so eine Videosequenz. Boah, was war da gelb? Wieso war das gelb? Ich meine, weiß ist ja... Oh, er ist vergiftet. Schon mal ganz gut. Weiß ist ja ein normaler Korn. Alter... Oh, da kommt so eine Rage-Attacke oder so. Kann das sein? Oh, er darf halt nicht runterfallen. Kann ich den auch irgendwie packen? What the fuck? Was hat denn der gemacht? Wir haben auch gar nicht so viel Leben. Komm, du gehst jetzt einfach mal weg hier. Oh, entzündet. Alter, ich bin hab A gedrückt. Gibt's ja gar nicht. Nochmal A. Zack. Und letztes Gefecht. Oh, oh. Jetzt aber. Der Schüchternere. So schüchtern ist auch nicht. Furcht vor Brutalitäten. Okay, ja. Wir müssen nur gucken, dass er hier nicht runterfällt, weil sonst kann es sein, dass hier noch ein paar Gegner kommen. Oh, er ist benommen. Und ich check's nicht. Na komm jetzt. Wir machen einfach mal zur Probe. Vielleicht bringt er was. Kampf bis zum Tod. Beschämen. Stufe senken. Rekrutieren. Ich habe auch geil mit Stufe senken.
So, Rückzug verstoßen aus der Armee. Für mich weiter kämpfen. Du brauchst Hilfe! In Ordnung! Achso, ich wollte einen Rückzug wäre es gewesen, dann wäre zu Bruce wohl gegangen. Kann ich dir jetzt einfach. Wie geht's, Herr Herrscher? Oh, du vergrößerst schon deinen Machtbereich. Sehr schön. Weißt du was? Du solltest den da zu deinem Leibwächter machen. Wer sich in Mordor einen Namen machen will, braucht einen oder zwei. Also, außer mir. Ist doch klar. Boah, bevor mir auf dem Schlachtfeld jemand hilft, schneide ich mir lieber die Kehle durch. Aber du könntest etwas Hilfe brauchen. Ist doch keine Schande. Ja, lauf halt gegen die Wand und verschwinde dabei. Okay, markiere deinen neuen Gefolgsmann. Ja, den hier, oder? Schark. Drücke A, um den Gefolgsmann als deinen Leibwächter zu machen. Okay. Auch wenn ich gerne einen anderen hätte, aber das kann man sicherlich irgendwann noch mal tauschen oder so. Jetzt kann ich hier irgendwas machen. Wenn du diesem Gefolgsmann Befehl erteilst, wird er als dein Leibwächter entlassen. Möchtest du das wirklich? Nö. Lassen wir mal. Okidoki. Wieso hat der jetzt schon wieder einen neuen? Ah nee, scheiße, wir waren ja nur auf dem Weg. Oh, jetzt habe ich scheiße gesagt. Ich habe richtig scheiße. Nee, egal. Okay, ich habe gerade gedacht, wir waren ja schon da, aber der ist ja auf dem Weg. Leibwächter herbeirufen, Befolgungsleute, die als einem Leibwächter dienen, können jetzt herbeigerufen werden, um an deiner Seite zu kämpfen. Drücke nach rechts, um deine so gewissen Leibwächter herbeizurufen. Alles klar. Beziehungsweise ist er schon da. So, na dann folgen wir mal ein bisschen. Bleibt einfach da drüben. Okay. Dieses Elbenmädchen ist schnell und schlägt schnell zu. Ja. So, guten Tag. Wir haben ja noch ein paar. Ah ne, scheiße, das war gar nicht. Warte, hier liegt eine Information. Ich verwechsel das immer. Ich habe gedacht, der typisch die. Hat die Information. Dux, der Unaufhaltsame. Oh je. Alles klar, wir gehen einfach mal hier weiter, würde ich jetzt mal sagen. What the fuck? Kommt der jetzt plötzlich hier? Hallo? Ich will mal ein bisschen beruhigen. Den gibt's ja gar nicht. Na? Geh ich jetzt weg, oder? Oh, komm ich wieder? Na komm schon. Keine Gefahr. Oh, da drüben wäre nochmal ein Wurm. Oder eine Information. Je nachdem. Okay, eine Information. Das Problem hier wäre ein Lagerfeuer, das wäre ganz gut eigentlich. So, einmal einfach reingesprungen, weil ich habe natürlich noch einen Plan. Ich springe jetzt ein bisschen raus und dann mache ich so eine Explosion. Schaut einfach zu. Oder, okay, die laufen auch selber ins Lagerfeuer. Okay, kann man natürlich auch so machen. Ah, geht gar nicht. Verdammt, wieso geht's nicht? Ja, weil es, glaub, das Feuer eigentlich ein bisschen ausgegangen ist. Aber ist natürlich auch gut, dass er einfach so ins Lagerfeuer reingelaufen ist. Komm ich nicht hier rüber? Wieso komme ich hier nicht rüber? Geht doch. So, nun können wir jetzt langsam mal zu unserem richtigen Ziel gehen. Ein luminorischer Helm. Ordentliche Arbeit angesichts des verfügbaren Materials. Mehr Respekt hast du einem anderen Handwerker noch nie erwiesen. Nein, er rennt weg. Okay, dann gebe ich auch mal weg. Wollte noch einen Schleichangriff machen, aber wenn er keinen Bock hat, dann hat er eben einfach keinen Bock. Müssen wir einfach so da stehen lassen. Was ist denn hier los? Ach so, der Weiße ist... Ich denke mal, die Weißen sind irgendwie so neutral oder meine Freunde oder so, aber das ist der mit der Beute. Lassen wir die mal hier so kämpfen.
Oh nein. Sammelst du den Müll auf, Tark? Ja, wenn du dich als Müll bezeichnen willst, dann okay. Oh Mann. So, mein Leibwächter, komm her. Dankeschön. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Er ist 17. Und mein Leibwächter ist nur 13. So, komm, der soll mal von dem Viech hier runter. Ich treffe ihn gar nicht richtig. Ich bin genommen, aber... Ja, geil! Und jetzt auf das Viech, komm! Ich wollte auf das Viech hier. Ging gar nicht so ganz. Ah, das ist schon ein blöder Wilder. Dann von vorne natürlich wieder besser. What? Was macht er jetzt? Alter! Voll auf mich drauf! Was ist mit dem? Au, 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 au! Was ist mit dem los? Ah, der hat die blöde Sprungblockade. Richtig nervig. Aber guck mal, jetzt ist er abgelenkt. Ah, fuck, wieso habe ich jetzt. Jetzt habe ich meine Hinrichtung gar nicht mehr. So, komm, den machen wir mal hier nieder. Nein, er wehrt's ab. Was soll das gerade? Okay. So, danke für die Hilfe. Der hat auch ganz wenig Leben verloren. Und wir haben einen Ring. Runen des Nordens. Schauen wir mal kurz rein. Ringe hat man bis jetzt ja in der Hinsicht noch gar nicht. Weil wir haben jetzt hier, der Ring der Macht würde von, um Aufsichtiges abzuwenden. Aber da haben wir jetzt groß ja noch gar nichts Verschiedenes. Maximaler Fokus wird erhöht. Lass einen Gefolgsmann einen Feind töten. Verbündete verursachen 50 mehr Schaden gegen vergiftete Feinde. Verbündete Urks erleiden weniger Schaden. Das hört sich eigentlich so an sich ganz gut an. Den Ärschen können wir nicht wegwerfen. So, wenn er gerade da ist, wir müssen eigentlich in die Richtung. Danach können wir noch den Turm machen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, hier sind zwei Scharfschützen. Ich würde mal sagen, die machen wir ganz kurz. Also die bringen wir auf unsere Seite. Ist immer ganz gut hier. So, hier drüben noch einer und dann... Da haben wir doch vielleicht ein bisschen Rückendeckung. So, wobei wir müssen ja... Ah, shit, ich verwechsel das immer. Ich meine immer, dass hier dann auch die Typen sind, aber wir müssen ja erstmal die Spur suchen. So, aber der Teufel verfolgt Arbenu, der Vertraute. Wir können die auch erstmal so gegeneinander kämpfen lassen. Und dann eben schauen, wer überlebt. Hab dich! Komm her, du! Oder tust du nur so schüchtern? Oh nein! Ich muss entkommen! Der will rennen. Kopftreffertötungen. Okay, wir probieren es mal. Einen. Zwei. Und Fokus alle. So, wir warten noch ein bisschen. Wo soll ich auf den anderen gehen? Nicht auf mich, Mann. Was ist mit euch los? Guck, da rennt er wieder. Boah, da ist schon nochmal so einer. So, erledigt. Was macht denn der hier drüben eigentlich? Ich dachte, der will den verfolgen. Halbes Leben schon mal hier bekommen. Willst du diesem stinkenden Schub zu entkommen? Das wird er nicht. So wenig wie du. Ach komm schon. Kollege. Die ist immer mit diesen blöden Sprungblockaden, Alter. Muss mir immer vorbeikommen. Oh, ich wollte vorbeispringen. So,
So. Vor allem, guck mal, man muss halt A drücken, aber weil das absolut... Oh, bin hier voll in die Ecke gedrängt. Das ist das Problem. Ich kann ja nichts machen. Wenn ich A drücke, dann springe ich immer ihm entgegen. Oh, Alter, ich bin fast gestorben. Oh, jetzt kommt er wieder. Okay. Und jetzt müssen wir gegen den anderen kämpfen, oder wie? Okay, jetzt hat er eben eigentlich ein Level gewonnen. Auf wen mussten wir überhaupt gehen? Ich weiß es gar nicht. Wer war denn das? Nochmal so. Hier, Zeit verstrichen. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Bam. Oh, dreh dich nicht weg. Schau mich an. Hallöchen. Oh, so schnell down. Also fast down. Wow, alt. Oh nein, verdammt. Verflucht. So, einmal hier unten durch. Wow, dass ich hier überhaupt Platz habe. Geh auch down. Wie viele hier sind? Nein. Energien spüren. Alter, schon 20. Leere Kälte versenkt dein Fleisch. Arbenu. Panische Angst vor Flüchen. Er ist verflucht. Wie will er dann Angst haben? Er muss ja vor sich selber Angst haben. Ja, kann geritten werden. Vielleicht vor Hinrichtung benommen durch Schleichen. Ja, aber wir könnten ihn auch versuchen zu brechen, oder? Oh, da habe ich keine Zeit. Oh, Alter, das ist mies. Hier sind so viele Speerwerfer. Dann muss ich dich leider töten. Oder ich mach die anderen hier. Alter, guck mal, wie viele hier sind. Oh, und ich kann keine Hilfe herbeirufen gerade. Alter. Guck mal, wie viele. Alter, was geht ab? Wow, Rage-Modus. Es ist sowas von down. Alter, guck mal, wie viele hier sind. Das fände ich nicht. Kriegsbanner von Feinden, die Gefolgsleine, einige Arbeiten drängen, einen Kriegsbanner in die Schlacht, Kriegsbanner inspirieren, Ochsen. Ah, oh, Mann. Geh doch down. Ich habe keine Chance. Ich komme hier nicht mehr weg. Alter. Okay. Also ist einer von den Speerwerfern ihnen getötet. Oh, Mann. Autsch. Oh, jetzt kannst du ein bisschen schnell gehen. Oh! Nein, verdammt. Irgendwie habe ich alle Taschen gedrückt. Ja, so war das eigentlich nicht geplant. Oh, es ist nur mal eine Runde vorbei, glaub. So, verfolgt, rennt davon. Ach, jetzt verstehe ich das mit den komischen Strichen immer, oder? Was die was untereinander immer haben. Vor allem hier, guck mal, der ist ja down gegangen. Und war episch und ich hoffe, ich krieg seine Sachen noch. Ich hoffe, die liegen noch da. Oh nein, jetzt bin ich wieder... Oh, hier drüben. Oh, und wo war der Kampf? Vor allem, wir sind hier drüben. Mega geil. Den ihr noch gar nicht eingenommen habt. Deshalb habe ich gedacht, ich bin jetzt an einem anderen Turm. Und dachte eben, ich muss wieder mega weit laufen. Aber dann haben wir ja hier den Turm noch. Kann man hier die Sachen noch ganz kurz machen. Irgendwie ist hier gar nichts. Moment. Also manchmal ist es mega komisch. Hier geht's wieder hoch. Ey. Hier ist eigentlich nicht so viel. So, hier in der Stadt wird natürlich nochmal ein paar Sachen sein. Ich weiß aber nicht genau wo. Hier drüben.
So, hier haben wir gleich noch mal was. Eine Sache fehlt noch. Okay, hier bei dem Turm, hier wird es wieder höher, aber irgendwo mitten in den Wäldern. Oh oh. Kommt nah angeflogen. So, wir waren irgendwo da drüben. Oh, hat er mich jetzt gesehen? Ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe auch, die Sachen liegen da. Es wäre mega kacke, wenn die eben nicht da liegen würden. Verfolgt mich der Drache jetzt oder nicht? Durch, dass es auch so angezeigt wird. Oh, es liegt noch da. Oh, warte mal, ich muss mich mal kurz verstecken. Die Sachen liegen ja noch da. Aber toll, hier oben. Nein! Oh, come on! Da will ich ihn gerade übernehmen und dann kriegst du ja erstmal einen Feuerball in die Fresse. Gibt's ja gar nicht. Oh, jetzt kommen sie. Oh, Mann. Ich will auch hier neu das Zeug alles aufheben. Aber da hat keiner was Besonderes gedroppt. Gibt's ja gar nicht. Komm schon mal auf meine Seite. Alter. Konnte ich mal kontern? So, wer will hier wieder schießen? Der hat wirklich nichts Gescheites gedroppt, obwohl er episch war. Da sind noch zwei Juwelen. Also, das glaube ich jetzt auch nicht so ganz. Das glaube ich auch nicht. Alter. Das kann es nicht sein. Habe ich gerade beides auf einmal? Autsch! Alter, ist so mies. Drachen sind so mies. Oh, ein bisschen Leben. Eigentlich müsste ich Bogenschützen hier auf meine Seite holen, damit der Drache angegriffen wird. Weil mir hat schon ein bisschen Schaden bekommen. So, oh, die Pfeile sind wohl oben. Alter, okay, das war mega knapp. So, jetzt kommt er wieder. Und down gegangen. Oh, er lebt noch. Er lebt noch. Geht kaputt. Gibt's ja gar nicht. Was hat denn der Schönes gedroppt? Alles klar. So, mein nächstes Ziel. Wir wollen ja eigentlich die Armee aufbauen. Apropos Armee, eigentlich habe ich jetzt... Ja, ich habe jetzt meinen Leibwächter und den anderen. Wo war denn das eigentlich hier? Das andere Menü. Belagerungsverbesserung. Right Button. Ja, eben hier. Gefolgsmann zuweisen. Hier könnte ich jetzt wohl theoretisch meinen Leibwächter vielleicht reinsetzen. Vor allem Stufe 71. Wieso 71? Wir waren noch auf 66. Guck mal, hier sieht man jetzt auch die beiden hier. Kann man ja schon mal sehen. So, was machen wir jetzt aber? Wir wollten ja eigentlich hier die Gefolgsleute von dem machen. Das heißt, da, okay, der hat was mit dem davor. Okay, wo ist denn der aber? Auf der Karte. Guck mal, perfekt einfach in der Nähe. So, oh, hier ist einer. Warte, der hat irgendwas. Oh, was hat denn der Schönes? Was hat denn der Schönes? Schauen wir mal. So, du bleibst einfach mal stehen. Ach, nur Münzen. Keine Juwelen oder so. Ja, schade. Aber ein paar Münzen halt einfach mal hier.
So, wir müssen hier nach oben gehen. Und dann eben mal schauen. Oh, Ghule. Ein Duell. Okay, Grumm, der Grausame ist unser Ziel. Wieso lassen meine Feinde sich nicht einfach töten? Wieso müssen sie immer so ein Trara machen? Du redest immer nur. Ich wüte mit Mordlust. Du gehörst mir. Okay, gibt's hier ein Armbrustduell. Oh, der brennt aber. So, hier haben wir noch ein paar Informations. Arkaro, der Knaller! Der ist wirklich der Knaller, hey, den will ich haben. Der Knaller, der ist schon geil, Alter. Oh, will ich nicht angreifen? Muss man hier noch ein paar Fußsoldaten beherrschen. So, oh, nein, nein, nein! Autsch! Ah, so knapp! Du Arschgesicht, nur wegen dir. So, du komm her! Und der andere... Oh, der ist gerade ein bisschen betäubt. Sehr gut. Nein, das war zu langsam, oder? Ich glaube, ich habe die drei nicht geschafft. Oh, doch gerade so. Okay. So, warte mal. Lass mal hier. Hat was gedroppt. Holen wir es ganz kurz und dann machen wir den anderen. Das Problem aber... Letztes Mal bist du mir entkommen. Wie entkommen? Ich bin noch gar nicht gesehen. 13. Sollen wir den mal nehmen? Also ich denke mal, wir können ihn nehmen. Aber... eben... ja, vielleicht wenn ein besserer kommt. Bam. Attacke! Noch vorbeigerutscht! What the fuck? Alter, was geht bei dem ab? Easy. Machen wir den fertig. Nein! Von hinten kam noch einer. So. Rekrutieren. Was soll ich für dich tun? Vor allem der Abscheuliche war jetzt keine gute Wahl. Er soll mal gehen. Nee, nee, nee. Ganz, ganz, ganz ruhig. Hallo. Was ist denn hier los? Autsch! Mich gerade geschlagen? Hast du mich gerade ehrlich geschlagen? Heller Herrscher, hast du dir noch einen Anhänger geschnappt, dann hast du bald eine richtige Armee. Aber denk daran, eine Armee braucht Befehle zum Befolgen. Und am beliebtesten ist immer noch der hier, Morden. Sag doch mal dem neuen Gefolgsmann, dass ein Idioten, den du nicht magst, aufschlitzen soll. Dann kannst du dich in der Zwischenzeit einem anderen widmen. Und behalte immer die Schwächen deiner Ziele im Auge. Es ist immer total witzig, wenn einer mit einer Feuerwaffe verprügelt wird, der sich vor Feuer fürchtet. Das ist der reinste Spaß, mein Freund. Der Bruce, der ist schon cool drauf. Hauptmänner befehligen und hochstufen. Rufe das Armeemenü auf, um deinem Gefolgsmann zu befehlen, einen feindlichen Hauptmann anzuvisieren und zu töten. Schließ deinen Gefolgsmann den Gefolgsmann-Auftrag erfolgreich ab, erhöht sich seine Stufe und er wird stärker. Deine Gefolgsleute können immer nur bis auf deine aktuelle Stufe aufsteigen. Ja, wäre ein bisschen blöd, oder? Wenn dann plötzlich so ein Typi höher ist wie ich. So, markiere einen Gefolgsmann. Dadurch, dass das hier ja mein Leibwächter gerade ist, nehme ich den hier. So, Ausbildungsbefehle. Es ist natürlich die Sache erst 13. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Er hat gesagt so... jemanden, den ich nicht mag. Ich habe es keine großartigen... Oh, episch. Ja, keine großartigen Gegner. Was war ja 13? Das Problem ist, die sind auch alle 13 oder sogar höher. Machen wir mal den hier, oder? Und hoffen das Beste. Das kann ja natürlich auch sein. Sende Ogbo aus, damit er einen Raubzug auf die Karagor-Käfige von Dux ausführt. Ja.
Kann eben sein, dass er vielleicht auch stirbt. Genau wie erst, wenn er auf den Gefolgsmann-Auftrag für begrenzte Zeit aktiv läuft. Der Zähler unter dem Auftrag ab, wird der Auftrag automatisch geklärt. Dein Gefolgsmann wird versuchen, diesen Auftrag allein zu bewältigen, aber du kannst dich ihm anschließen, um seinen Erfolg abzusichern. Wir probieren es mal. Einfach alleine. Also mal schauen, vielleicht kriegt das ja einfach auch hin. Und wir gehen währenddessen zu diesem netten Herrn. So, wir müssen einmal alles auch in der Nähe. So, du ja? Haben wir noch ein paar Probleme? Er ging ja schnell down. So, da hinten haben wir sogar noch einen Wurm. Der sieht ja ganz schön angeschlagen aus. So, wir gehen mal schnell nach oben. Könnt vielleicht noch ganz kurz den Wurm machen. So, der war denn? Ah, der war falsch. So, was haben wir denn überhaupt noch hier? Zwei Stück. Und dann eben kann man noch so ein Todesurteil oder so ein Todes... Auftrag machen, vielleicht. Was geht bei denen ab? Machen sie alle gegenseitig fertig. So, nein, ich will nicht hier hoch. Ein Festmahl findet statt. Die Luft stinkt nach Gork. Naja, Festmahl sah das jetzt auch nicht so danach aus. So, wir haben einen Außenposten. Das könnten wir auch immer machen. Müssen wir irgendwie, glaube ich, so einen ganzen Posten einnehmen oder so. Ich weiß es gar nicht. So, einmal da runter für das Zeichen. Na, lassen wir mal so. Oh, du Armer. Dann gib mir doch deine Beute. Wenn du schon Geister hier siehst. So. Ah, da hier drüben ist er ja. Usha. Entflammbar, besonders anfällig für Flammen. Das ist ja mal was Gutes. Oh, hier sind so Fliegen. Oh, guck mal da drüben. Boom. Um jemanden zu töten. Ich denke, deshalb bist du hier. Genau. So. Richtig erkannt. Oh, daneben. Komm jetzt mal hier. Alter, was geht jetzt ab? So, Kollege, komm her. Hilf mir mal so ein bisschen. Da lügt gleich erstmal ab. Okay. So kann man es natürlich auch machen. Okay, müssen aber auch ein bisschen aufpassen. Oh, hier sind noch überall Bogenschützen. Autsch. Nein, meine ganze... Wegen der Hinrichtung ist wieder alles weggegangen. Ey, hier sind zu viele. Mal wirklich ein bisschen aufräumen. So, ah, ich hänge ja an dem Feuer.
So, tschüss. So. Hallo? Gibt's ja gar nicht. Kannst du mal aufhören? Gibt's ja gar nicht. Dann mit einem Schlag geht er down. Komm, ich hol ihn mir kurz. Nicht, dass du hier noch meinen Gefolgsmann platt macht. So, Moment mal, werden wir hier gerade noch ein paar Würmchen haben? Wir sind ja eben Alarmmodus gerade. So, einmal her. Und dann... hinten, links hinten ist ja auch noch einer. Okay, den habe ich gar nicht gesehen. Oder kam der vielleicht neu dazu? Das kann eben auch sein. So, mach mal kurz. Ich weiß nicht, ob da die Spiele mal pausiert. Ich krieg's nicht hin. So, oh, was denn hier los? Boom! So, ich mag zu den Würmern. Wo sind die Würmer? Einmal hier drüben. Oh, Hallöchen. Ich hab dich gesehen. So, mein Guter. Nur noch du hier. Oh, der war auch episch. Oh, warte, wir müssen mal ein bisschen auf meinen Leibwächter achten. Der hat, glaube ich, ein paar Probleme gerade. Naja, gar nicht mehr. Oh, oh. Sieht gar nicht so gut aus bei ihm. Da ist er. Müssen wir aufräumen. So, was haben wir da abgeschlossen? Ach so, genau, wegen dem Ring, dass der irgendwie drei Leute töten muss. Guck mal den da hinten an. So, kann ich ihn auch zurückziehen. Freigeben ist ja die Frage, dass halt einfach sich zurückzieht, oder? Oh, da weicht der mal aus! Haben wir noch einen? Na, keinen gesehen. Oh, ich habe eh gar keine Pfeile mehr. Guck mal den da oben an. Schaut euch den hier oben an. Sei mein Schwert. Höre meinen Willen. So. Genau, da können wir auch noch ein bisschen was machen, aber eigentlich... Jetzt könnten wir doch zu dem hier gehen. Und dann mal schauen, was der so kann. Uiuiui, der ist aber weit weg. Müssen wir mal schauen. Schnellreise irgendwo. Bringt eigentlich nicht so viel. Okay, dann
machen wir uns auf die Reise. Oh, da haben wir noch so ein Monument. Bam! Endlich mal getroffen. Moment, weiter in die Mitte. Oh nein. Oh, er darf nicht sterben. Oh, müssen wir den wieder beschützen? So, der Große. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, schon down? Dann macht er nur eine Pause. Ah, der darf nicht sterben. Mal, wie ich ihm helfe. So, du auch weg. So, jetzt haben wir nochmal einen auf unserer Seite. Und eigentlich wollte ich es nur wegen dem Leben machen. So, ist hier ein Wurm oder ist hier eine Information? So, wir haben, glaub, alle aufgedeckt. Hier können wir gar nicht so ein Todesding machen, Todesdrohung. Ich weiß gar nicht, auf wen ich da groß gehen soll. Wenn dann vielleicht auf ihn, weil er ist episch. So, na dann. Gehen wir mal weiter. Holen hier noch ganz kurz die Pfeile. So, wir gehen jetzt mal hier zu unserem Hauptmann in die Richtung. Wir haben jetzt nochmal sogar einen Wurm, aber gerade brauchen wir auch gar keinen. Oh, wieder vorbeigerutscht. So, haben wir hinten rum. Ah, den Sprung. Ah, den hätte ich vielleicht sogar schaffen können, oder? Was habe ich getan? Sorry. So, voll hier mittendurch. So, okay. Einmal hier hoch. Ah, hier ist gar nichts mehr plötzlich. Oh nein. Sie brüsten sich damit, Bestien zu zählen. Ihre Bestien werden uns nicht von der Feste fernhalten. So, Massaker, Locke, Grisha, Schwertmeister V, indem du Wellen von Feinden tötest. Okidoki. Nichts leichter als das. Vertraut auf seinen Alarm. Wenn du ihn erklingen lässt, vertrauen wir darauf, dass er in sein Verderben läuft. Schulterstöße, okay. Wo sind ganz viele? Hier sind welche. Kann ich hier irgendwas Tolles machen? Hier drüben wäre ein Feuer, aber die sind da groß gar nicht. Komm, ich spring mal rein. Guten Tag!
So, was? Nur vier? Okay. So, jetzt mal schauen, ob wir diese... Oh, ist mich richtig schnell unterwegs. Diese Schulterstöße hinbekommen. Moment mal, wie war denn das? Ich weiß es eben gerade gar nicht. Ist nicht mit RB so, bam. Ah, okay. Müssen nur drücken, ansonsten werden wir die Person ganz festhalten. Alter, wie viele hier schon wieder sind? Oh, das kann ja auch wieder ein bisschen übel werden. Oh, Moment mal. Wir können ja hier ein bisschen aufräumen. Aber das war doch mein Plan. Oh Mann. Der hat echt keine Ahnung. Ja, wo ist er jetzt? Autsch. Ich hab einen Pfeil getroffen. Wo ist er? Ich seh ihn gar nicht. Ach, ganz da hinten irgendwo noch. Komm, wir räumen hier noch ein bisschen auf, weil... Nicht, dass mein Gefolgsmann hier noch down geht. So, Fernkämpfer ein bisschen achten. Es kann auch sein, dass er noch herkommt. In unsere Richtung. So, So, nehmen wir den mal mit. Alter, wie viele hier sind. Also von den Fernkämpfern. Ja, komm mal, da kommt er ja. Das war eigentlich... Wollte ich einen Headshot machen. Keuchen von dir? Benommen von Gift. Oh, verdammt. What the fuck? Was war das gerade von Move? Alter Falter. Meiner ist halt fast down, gell? Es macht mir Spaß, dich zu töten. What? Nicht auf... Ah, oh, jetzt plötzlich macht er eine Sprungblockade. Das Problem ist, hier sind wirklich noch ein paar Scharfschützen. Oder, ja. Bogenschützen, weiß der Geier wer. Nein! Verdammt! Dieses Schwein! Ah, jetzt aber was gedroppt jetzt. Ah, jetzt bin ich halt ganz alleine. Wie viele der macht. Ah, oh, weißt du, der hätte dann. Ah, keine Pfeile. Hätte ich gerade die Chance gehabt, war gerade am Boden. Oh, es wird ein bisschen eng. Mit tanzen. Okay. Na dann. Dann gehen wir halt eine Runde tanzen.
hättest du den Plan, dich zu heilen? Tja, oh, wo kommt der jetzt her? So war das aber nicht geplant. So war das gar nicht geplant. So, wer kommt alles hoch? Oh, da kommen relativ viele hoch. Alter, die sind alle oben. What the fuck? Wo kommen die alle her? Aber der andere ist nicht oben, gell? Tschüssi. Wie sie alle oben sind. Müssen wir hier wirklich ein bisschen aufräumen. Das heißt, es hat ja so eigentlich schon mal ganz gut funktioniert. Okay. Ah nein, wieso ist jetzt wieder meine Hinrichtung weg? War doch fast voll. So, kommt jetzt einer? Oh, das reicht. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Einfach das Leben war es ganz gut. Jetzt bleiben sie oben. Weil oben einer von mir ist. Wieso scheint er an mir vorbei? Ja, genau, schieß auf den einen. Sehr nice. So, wir gehen wieder ein bisschen nach oben. Nach oben. Okay, er will nicht ganz nach oben. So, ein bisschen Deckung. Alter, was macht denn der? Der geht mir auch auf den Sack. So, wo ist er hin? Ah, da ist er ja. Gar nicht gewusst, dass er noch oben ist. Oh, hallo. Ah, oh, dieser blöde Bogenschütze da hinten. So, ich springe über den anderen rüber. Ey, ich treffe nichts mehr. Come on. Ah. Will den. Hier den kleinen. Herumgehüpfe. Okay. Der war auch gut. Na, weiter. Nein, pack mich doch nicht. Ich will auf den anderen gehen. Geh weg. Wo ist er? Oh, nein. Renn ich weg. Du Sau. Das gibt's ja nicht. Bleib doch stehen. Gar nicht. Geht's down? Hey, das. Ey, jetzt geht's mir auf den Sack. Der geht mich gerade richtig auf den Sack. Geh doch tot. Gibt's da nicht. Komm mal, wegen dem sterbe ich ja fast. Gibt's doch gar nicht. Heieiei. Nur wegen dem. Oh, tschüss. Machen wir auch noch nebenher. Oh, hier sind wieder so viele. Moment. Brauchst du einen einzelnen? Das hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Oh, wie sie alle hinterherren. Oh, Mann, oh, Mann. Da oben ist auch noch einer. Na,
Jetzt kommen sie wieder alle hier nach oben. Okay. Ey, jetzt, aber jetzt bist du fällig. Da war der ja das Rumgehampel. Versteh schon, wieso der entzürnt war mit dem Rumgehüpfe. So, jetzt haben wir vielleicht die Zeit, hier kurz einzusammeln. So. Hier hinten ist er. Wir haben noch einen Bogenschützen. Es sind schon wieder halt so viele, gell? Oh, guck, genau da, wo ich hinspringe, ist er plötzlich. Was ist denn da los? Oh, Deckung. Ich habe immer noch keine Pfeile. Bräuchte ich eigentlich ein paar Pfeile? Gehen wir hier nach oben. Ah, hier ist es gar nicht. So, wer kommt hoch? So, ich mache meine kleine eigene Armee. Vor allem, ich kriege halt wieder mein Leben. So, wer will hochkommen? Der soll hochkommen. Oh nein. Drüben schießt schon wieder einer. So, wir brauchen irgendeine gute Taktik. Haben wir irgendwas? Da hinten haben wir was. Na, das bringt nicht viel. Oh nein. So, einer geht mir wieder auf den Sack. So, die, wo ich jetzt hier auf meine Seite gebracht habe. Wieso sind die wieder so viele? Ich musste irgendwie eine Falle locken. Was haben wir denn hier Tolles? Alter, wie viele? Oh, schaffen wir das? Okay. Keine Pfeile. Ich habe nichts Explosives oder so, das ist mein Problem. Was hier gerade von dem Gemessel? Oh. Nein. So war es nicht geplant. Oh, er ist down. Benommen. Aber ich kann nicht anvisieren. Oh, wie mies. Ich konnte nicht richtig anvisieren, weil so viele andere im Weg waren. Was ist hier los? Komm, ich muss ein bisschen... auch die Elbenwut, damit ich hier aufräumen kann. So. Tada. Zack, 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 zack. So, sieht doch ganz gut aus, oder? Ah, halt, nein! Meine Hinrichtung ist wieder weggegangen. So ein Scheiß. Okay, brennen sie ein bisschen. Schon mal ein bisschen gut. Oh, Alter, wie er aber ausweicht. Nein.
Geh weg. Alter, wie er seine Keule schwingt. So, lass mich hier durch. So, oh, Moment. Oh nein, keine Deckung, keine Deckung, keine Deckung. Oh, da schießt einer auf mich. So, erstmal ein bisschen Leben, dankeschön. Oh nein, da will ich gerade ausweichen. Oder kontern. Weil er vorher an und gemacht hat, dass ich kontern konnte. Und dann konnte ich seinen Angriff eben nicht kontern. Oh, es kommt dann nochmal mehr. Geht er wieder das Tor auf? Genau, schießt seinen eigenen ab. Hier kann ich nichts machen. So, jetzt! Oh, das dauert, 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 dauert! Ah! Oh, da war es knapp. Kannst du ihn dann nicht regeln, weil seine Stufe zu hoch. Ah, oh nein! Zu beschämen. Fünfzehn. Okay. Ich weiß, auf meiner Seite? Weiß ich eben gar nicht. So, hier noch ein paar Juwelen einsammeln. Da hinten einer. Kommt denn der dahin? Erstmal den roten noch. So, begegnen wir zum Ausgangspunkt Griecher Schwertmeister. Der scheint noch gar nicht gestorben an sich. So, plötzlich so weit weg. Wieso ist hier oben so ein Juwel? So stehe ich jetzt auch nicht so ganz. So, hier drüben einmal. Okay, er lebt halt eben noch. So, da oben haben wir den Punkt. So, wieder rausholen. Mal sehen, wie schnell und leise du dich ganz allein wiederfindest. So, im Schleichen getötete Feinde. Schleicht da jemand umher? So, da kann ein bisschen ein Problem werden. Luftschleichtötungen. Es sind immer so viele. Immer solche Mega-Gruppen. Ich gehe nicht in die Nähe dieser Festung. Was die Bleichholzhut angetan haben. Und euren Staub. Lehrt euch an. So, Moment. Wir können hier schön nach oben. Da kann man so eine Luftschleichtötung machen. Zack. Ah, das geht ja so auf Zeit. Oh nein. So, wie kriegen wir das hier mit der Luft hin? Das weiß ich nicht genau. Nein, er ist runtergefallen. Ich finde hier keine Einzelnen mehr. Das ist das Problem.
So, und da ist er. Leider habe ich das mit dem Luftschleichmorden nicht geschafft. Ich zeig dir, wie man das Töten ordentlich verlängert. Hat der da vorne nicht noch ein Schild oder so gehabt? Ich weiß es gar nicht. Beute. Nicht für lange. Ganz da hinten. Wusste es. Wieso? Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem. Nein, nicht. Nicht nach unten. Alles nur nicht nach unten. Oh, Luftschleichtötungen. Auch wenn es keine Tötung war. Aber egal. Will ich nur wieder mit dir vereint sein. Ach, ganz ruhig, Kollege. So, er war ein bisschen blöd. Konnte man nicht so... Oh, immun gegen Gegenrichtung. Gibt's ja gar nicht. Alles ausgewichen. Oh, guck, da kommt eben der andere auch noch. Oh, genau, ich hab doch gedrückt. Was ist denn los? So, hier kommen ein paar. So, jetzt gibt's eine kleine Messelrei hier. So, jetzt ist nicht hier so ein Chaos. Oh, der eine, der geht so auf den Sack. Der zweite. Gibt's doch gar nicht. So, oh, was? Beschusssicher? Oh, jetzt ist er... Nein! Oh, ich wollte ihn doch brechen. Oh. So war das eigentlich nicht geplant, aber okay. Das war, ja, ein bisschen blöd. komm her. Hallo, bleib stehen. Ich will zumindest einen haben. So, wenigstens einer hier. Aber der hat jetzt auch gar nichts Besonderes mehr, weil ich ihn eben heruntergestuft habe. Das war ein bisschen blöd. So, wie sieht's eigentlich jetzt auf der Karte so aus? Eigentlich haben wir alles. Und hier haben wir, glaube ich, noch die... Nee, ich glaube, der da hatte doch den Todesurteilspruch. Oh, der hat auch nur noch einen. Okay, dann würde ich den noch machen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.